Okay, müssen wir hier rein? Scheinbar. Hey, habt ihr auch das Gefühl, dass uns irgendjemand beobachtet? Ist es ein Clown? Ist das ein Clown? Nee, ich merke nichts. Was ist mit dir, Whisper? Ich spüre nichts. Hier ist ja niemand. War das gerade ein Clown? Okay, aber ich habe da ein ganz merkwürdiges Gefühl. Tut mir leid. Da war ein Clown, oder? Hallo, Odin. Oh, Odino. Odini. Da war safe ein Clown. Findest du denn gut? Wen hätte ich gern? Den am liebsten, wenn ich glaube, Major war. Nee, Generalbarbierer. Aber ich habe eh keinen richtigen Saft. Und Finstengu ist auch Zerang und der hätte gern Gemüse. Ich habe Gurke. Aber ich habe Bambusprossen, das heißt, wir ziehen erstmal den Kampf, ziehen auf den. Oder so. Alles klar, dann ziehen wir auf Major. Rüsten die Gurke aus. Rüsten die Burg aus. Warten, bis Major tot ist. Achso. Ich greife ihn so lange nicht an, okay. Dann nevermind. Hat sie noch nicht getötet, okay. So, der hat Angst. Natürlich, weich dich aus. Danke genug. Okay, so. Jetzt können wir die Gurke Finstengu geben. Ich liebe es. Jo, macht den guten Damage. Bei Finstengu hätte ich schon gerne. Und eine Bambussprosse. Wir hätten eine Bambussprosse gehabt. Ja, meint, ich wollte ihm eine Bambussprosse geben und keine Gurke. Ist da unten ein Dings? Super frische Milch. Oh lol. Ist da unten ein Dings? Das, was ich denke? Der Löwe? Nice. Zwei Leodio. Und Leodio wollte Fleisch, ne? Genau. Leodio will ich echt gerne haben. Oh, macht der guten Damage. Das tötet ihn nicht mal. Als ob er das auch überlebt, okay. Das haben wir bekommen. Genug heilt sich. Jetzt greift Dings an, den dummen Fisch. So. Jetzt brauchen wir in der Zunge die ergeben. Aber diese heilt sich. Ich weiß, dass der andere Leodio nicht stirbt. Jetzt tötet ihn. Danke. Bitte, Leodio, bitte, 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 ich hätte gerne mein Team. Oder allgemein als Yokai. Wir haben ja bis jetzt noch keinen Yokai bekommen, kann es sein? Hi. Sagst du, ich muss hier gegen richtig viele Yokais. Ich hoffe, ich kann vor dem Bosskampf nochmal mich heilen. Ah, gut. Okay. Und wir treffen mit dem Gesehen auch noch. Bis Roman O'Connor. Jetzt sollten wir hier unser Ziel drauf richten. Der hat es überlebt. So. Eine LP im Bereich. Nice. Na komm, greif den an. Danke.
Rinderzunge für Leo. Ah, ne, war schon richtig. Bekommen wir jetzt Leo? Fruchtdrops und Jose ist okay und. Nice, wir bekommen Leo. Ja. Kann man Leo entwickeln? Oder. Leo! Fusionieren kann man ihn nicht. Und entwickeln. Kann man ihn auch nicht. Okay, schade. Aber es gibt später noch stärkere Leo-Form. Aber ich mag Leo. Nice. Es gibt sogar später eine A-Leo-Form. Stimuleo und Seismo gibt es später auch noch. Okay. Nice. So gehen wir weiter. Da war diese merkwürdige. Ah, wir können uns heilen. Sehr gut. Wir können mal zwischendurch speichern. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Und schauen wir mal ganz kurz Leodrio. Ist nicht so stark, oder? Der hat halt so. Das ist halt so ein richtig ausgeglichener Yokai. Der hat halt von allem so ein bisschen. Von daher nicht unbedingt von Gebrauch. Leider. So. Und eben war noch so eine Burg, aber die interessiert mich gerade noch nicht so stark. Okay. Wir haben ihn gefunden. Oh nein. Da ist er, Kyubi. Wen haben wir denn da? Den kleinen, schwächlichen Angsthasen Komasan? Ich bin überrascht, dass du es so weit gebracht hast. Das war sicher anstrengend, all diese Stufen so eng aneinander geklammert. Also, ihr wollt etwas von mir? Liege ich da richtig? Wir wollen wissen, warum du den Leuten am Blütenweg Angst einjagst. Warum würdest du so einen Ort mit einem Fluch belegen wollen? Wie unverschämt. Genau aus diesem Grund will ich nie Kinder haben. Mich sofort beschuldigen, obwohl man nichts versteht. Das hat wirklich was. Vor allem, da ich euch zum wahren Übeltäter geführt habe. Du willst Lenzhausen beschützen? Hier ist deine Chance, Kleiner. Wo glaubst du, gehst du? Ich verabschiede mich nun, meine Kleinen. Oh, nee! Warum ausgerechnet den Clown? Nee! Harlequin. Hi. Wie geht's dir? Magst du vielleicht was essen? Hallo. Okay, lass mich jetzt überlegen. Ich möchte mit der Kombination. Ich weiß immer noch nicht, was Dings Spezialattacke macht. Aber wir starten mit der Kombination. Ulti-Seelen natürlich zuerst mit Kuscheln. Stabilisator, halt genug, perfekt. Dann brauchen wir die Ulti-Seelen-Attacke von. Die wir vielleicht vorher machen sollen, von Labilise. Yo, genau, macht ja kein Damage, danke dir, ne? Yo, welcome. Halt uns. Das war höchstes Gefühl für die beiden. Nix, Ulti-Seelen-Attacke. Versuch meine. Mach erst die Augen. Es gibt mehrere Ziele, die ich ansehen kann. Okay, gut. Das ist ekelhaft, aber okay. Okay, Daumacho.
übelst ins Auge. Okay, jetzt Kosan. Was kannst du? Bin ich gespannt. Ach ja, Geister. Das haben wir schon gesehen. Aber Ninzikados haben wir nicht gesehen. Der klingt schon so scheiße. Schattentempo. Oh lol. Ah, nice. Kriegst du aber trotzdem zu dem hier rüber. Ah, wenn er ihn beseelt hätte, wäre das echt gut gewesen. Er hat seine Augen wieder offen. Klingt so scheiße. Der putzt sich wohl nicht die Zähne. Nee, ich ging nicht. Oh Gott. Nice, haben wir bekommen. Ist der Nico halt wieder? Lol, okay. Ich glaube, diese heil dich. Ja, oder greif halt an, geht dann auch klar. Okay, bitte. Okay, genug halt, Labilise. Ich glaube, er misst dann öfters, wenn die Augen zu sind. Ist okay. Ah oh man, Hushiman hat nie Bock auf irgendwas. Ja, und Labilise ist jetzt auch müde. Nice. Miss, miss, miss. Okay, die Augen laufen. Habt ihr gerade seinen wieder Nippel gesehen? Augen auf hat, dann ist sein Ultisehenschlag, der alle trifft, besonders effektiv, da er das dreimal so viel Schaden verbessert. Ah, okay. Ja, Hushiman greift zweimal hintereinander an, was ist denn in den gefahren? Das ist Schmetterschlag? Okay, gut. Puh. So, und jetzt... Hushiman. Gönn dir. Stirnklatscher. Gute Attacke. Aber der Hintergrund ist echt hübsch. Mit dem Bauarbeitengebäude und so. Schon nicht schlecht. Okay. Ah, Moment. Müssen wir abbrechen. Die brauchen wir, wenn alles offen hat. Okay. Und zwar genau jetzt. Lang genug, gönn dir. Nice. Jetzt erinnern wir das Ziel in unserem Auge. Okay,
Ach, stimmt, jetzt hat er sein Auge zu. Okay. Das ist in Ordnung. Wir haben ihn gleich. Ja, er hat ihn getroffen. Aber Labilise heilt genug. Sollte jetzt Labilise heilen. Ah, nice. Geschafft. Dummer Clown. Das war gute Erfahrung. 68 Euro und Armband des Rohlings. Das geschieht dir recht. Was hast du davon, in meinem Gebiet Unfug zu treiben? Euch herzulocken war wirklich eine gute Idee. Ich bin einfach so klug. Für einen Moment dachte ich, dass Harlequin euch hätte, aber... Kyubi hat uns schamlos ausgenutzt. Hä? Wie denn? Kann mir irgendjemand erklären, was hier los ist? Er hat uns hergelockt, nur damit wir diesen riesigen Yokai für ihn besiegen. Dir entgeht aber auch nichts, so schwebendes Milchgesicht. Ich habe kein Milchgesicht. Es ist vielmehr... Elfenbeinfarben. Das Feuer am Blütenweg war nicht mein Werk, das war ein anderer Yokai. Das wird euch vielleicht überraschen, aber ich lebe gerne hier. Und ich werde weiterhin hier wachen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Ich werde euch aus der Distanz anfeuern. Also, war das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich meinerseits bin komplett unzufrieden, aber zumindest sind wir sicher. Aber was glaubst du, hat Kyubi mit Wahrheit herausfinden gemeint? Ich schätze, es liegt an uns, das in Erfahrung zu bringen, was? Ich wollte euch für eure Hilfe danken. Können wir Freunde sein? Wir sind doch schon Freunde, Koma-san. Wir sind doch immerhin gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen. Du hast Kyubi bewiesen, dass du kein Angsthase bist, zumindest kein sehr großer. Ja, Kyubi sollte dich jetzt in Ruhe lassen. Vielen Dank, Razor. Ich bin so glücklich. Du kannst jetzt aufhören zu weinen. Okay, Kapitel 7 abgeschlossen.